Und willkommen zurück zum 40. Part von Terranigma. So, ich habe jetzt einiges getan, ihr habt es nur nicht gesehen. Und zwar habe ich es geschafft, Ahola weiterzuentwickeln. Ich wollte euch ein bisschen die Zeit nicht so. Ein bisschen die Zeit kürzen für euch, sodass ihr nicht immer das Umhergerenne seht. Ich zeige euch und sage euch danach, was ich alles gemacht habe und was passiert ist. Erstmal erkunde ich hier den Rest der Stadt. So, der hat, glaube ich, nichts Neues. Atomring. Ach genau, ich schaue nochmal die Ringe durch, ob ich alle habe. Das weiß ich jetzt nämlich gar nicht. So, einer fehlt uns noch. Ich glaube, die wir hier gesehen haben, die haben wir schon alle. Was ist das für ein Ring? Sonnenring, Drachenring, Atommond, Vulkan. Warte mal, ich schau nochmal. Ich schau jetzt mal. Hat er irgendwas Neues? Den können wir. Den können wir auch. Schüchtert die Gegner ein. Kraft der Sonne frei. Lichtkugel. Den haben wir auch schon, ne? Ja, ich denke schon. Ich schau nochmal nach. Ja, den haben wir da unten. Ich weiß es nicht. Oder? Na klar. Das ist doch der blaue Ring. Der blaue fehlt. Habe ich den schon benutzt? Na, das wollte ich jetzt nicht. Hat er den blauen Ring? Ja, der fehlt mir. Das ist ja die Höhe. So, jetzt habe ich den aber, ne? Genau, jetzt haben wir alles. Wusste ich doch. So. Und dann können wir wieder gehen. Gut, haben wir das auch erledigt. Haben wir hier irgendwas Neues? Was ist das? Eine brillante Waffe. Brillante? Wird das so geschrieben? Na gut, ich glaube schon. Verwandelt Stärke in Glück. Ansonsten ist alles schwächer. Okay. So, und du? Aha. Gut, das ist auch nichts Neues. Haben wir auch genug, denke ich. Hast du denn irgendwas zu sagen? Koalas sind niedliche Tiere. Oh ja, da kenne ich auch. Da kann ich auch erinnern, die Koalas über alles liebt. Ich finde alle Tiere des Zoos interessant. Ach, die haben ja einen Zoo. Mensch, tritt ruhig näher zum Goldküstenzoo hier entlang. Ein einmaliger Trip. Okay. Zoo? Hallo, Kleine. Koalas hängen nur faul rum. Langweilig. Okay. Nee, warte mal. Ich habe da gerade was verwechselt. Die findet nicht Koalas, sondern Pandas süß. So rum war's. Hopp, habe ich ein bisschen was verwechselt. Naja, ich hoffe, die sieht die Folge nicht. Oh. Sie sind verdammt klein, doch sie bewegen sich. Wer? Oh. Hallo. Ein weißer Affe. Nee. Und der Koala. Und noch mehr Affen. Ja, okay, das kennen wir schon. Das sieht man hier nicht. Löwen. Ein Nashorn. Die Tiere sehen. Was? Sehnen sich nach ihrem Zuhause. Die armen Tiere. Echt mal, warum werden die hier gefangen gehalten? Oh, eine Schildkröte. Zwei. Cool. Und hier ist eine Ratte. Warum hält man hier Ratten? An Palmen. Draußen. Das ist komisch. Komische Leute hier. Vor allem, wer sieht sich die Ratten an? Also, naja, komisch. Wer weiß. Mensch, da will ich jetzt nicht rein. Gut, da können wir wieder gehen, denke ich. Haben wir alles gesehen. So, das kennen wir ja schon, ne? Ist ja nichts Neues. Aber jetzt werde ich mal nach Ahola gehen und derweil sagen,
was ich gemacht habe. Und zwar, ich habe das ja erledigt mit den Bilder verteilen. Also ich habe dort ein Bild gemacht, ein Foto. Genau, jetzt ist es ein bisschen größer. Ich habe dort ein Foto gemacht, das verteilt an viele Städte, aber ich glaube, daran lag es gar nicht. Sondern es lag einfach daran, dass ich den Ölsardinen-Typen nochmal ansprechen musste. Worauf der dann sagt, hey, ich habe ganz viele Ölsardinen verkauft. Ich glaube, daran lag es, sodass ich die Stadt dann weiterentwickeln konnte. Also wenn ihr irgendwann mal seht, dass dieser Heinz, der diese Entwicklung der Städte beobachtet, wenn er sagt, dass der dass 100% erreicht sind, dann sprecht einfach nur mal die Leute an, denen ihr geholfen habt. Ich glaube, das hilft. Ja, eine Ration haben wir schon. Die sieht aber komisch aus. Lila, komplett lila. Das ist ja eine Kapazität. Deshalb bin ich aus Liberita hierher gekommen. Mhm. Das sind wohl die Krankenbetten. Das Krankenzimmer mit dem Bett drin. Ach, ist das... Ah, der richtige Arzt ist links. Das ist nur so ein Helfer. Also auch ein Arzt. Ich bin Arzt. Ich höre von Dr. Emilio. Hörte von Dr. Emilio und kam, um zu helfen. Im Vergleich zu Dr. Emilio bin ich noch sehr unerfahren. Ja, das wollte ich damit eigentlich sagen. Das tut weh. Ja. Sie schreit so rum. Meine Tochter ging es bereits besser. Doch nun ist sie gestürzt. Ja, komm, hast du irgendwie das Knie aufgeschürft oder was? Naja, deswegen gleich einen Arzt rufen ist vielleicht ein bisschen viel am Platz, aber gut. Ja, muss ich so ansprechen. Seit die Stadt wächst, kommen mehr Patienten. Warum nur? Sind alle so in Stress, dass keiner mehr entspannt? Entspannen. Ja, macht es wie Thaddeus. Entspannen! Pff. Ja, das ist deins, genau. Dies ist eine kleine Stadt, wir leben von der Fischerei. Aber das wird sich in der nächsten Zeit stark ändern. Sondern, ja, ihr lebt dann von Fisch bestimmt, von Fleisch. Rind. Oder Ratten. Du wirst es nicht glauben. Seit ich dir die Büchse gab, erhielt ich Bestellung auf Bestellung. Alleine schaffe ich es nicht mehr. Die Nachbarn helfen mir jetzt. Mhm, die Nachbarn? Die Nachbarn, hallo. Aloha ist allseits berühmt für seine Ölgardinen, ja, genau. Die Menschen leben hauptsächlich vom Fischfang. Die Sardinenbüchsen werden in Kartons verpackt und verschickt. Mhm, ziemlich viele hier. Mhm, hier gibt es noch ganz viel zu entdecken, du. Ach, die Kirche zum Beispiel. Hallo. Ach, die ist ein bisschen größer geworden. Wir haben wunderschöne Fenster eingesetzt. Gottes Segen werde uns zuteil. Amen. Mhm. Ach. Das ist aber ein ganzes Stück größer, du. Was ist mit dem los? Psst. Sag bloß keinem, dass ich hier verschwinde. Okay. Ich, ja. Warum auch immer. Der hat wohl keinen Bock. Gut, das hätte ich auch nicht. So eine Kirche. Ungläubiger. So, oh, eine. Ich vergesse schon ganz, wie das heißt, Kristall. So, geh mal weg hier. Jetzt muss ich erst zu dem vorgraben hier. Kristall. So, hallo. Schön, dich zu sehen. Das hier ist ein anderer Teil meines Werks. Interessant. Komme ich jetzt? Ach so, dahin. Was hast du nur getan? So, hallo, ich wurde hier Lehrling, als ich sah, was man alles vollbringen kann. Ich möchte ebenfalls ein Künstler werden, der die Menschen verehren. Den die Menschen verehren. Deswegen willst du Künstler werden? Menschen verehren? Ich meine, das machen bestimmt auch viele YouTuber, die wollen einfach nur LPs machen oder irgendwas auf YouTube anfangen, um, ich sag mal, berühmt zu werden, bekannt zu werden, verehrt zu werden, sowas in die Richtung. Ist, glaube ich, eher fehl am Platz. Das sollte wirklich Spaß machen, ansonsten eine andere Motivation sollte nicht da sein.
Hast du die Fenster der Kirche gesehen? Ich habe sie entworfen. Der Bergkristall war wie geschaffen dafür. Sie sehen toll aus, oder? Aus einem Kristall hast du jetzt so viele Fenster gemacht? Ich glaube, das ist gar nicht ganz möglich. Ich meine, ein so Kristall reicht doch nicht mehr für ein Fenster. Oh Gott. Vielleicht hat er nur ein bisschen was hinzugemischt. Jetzt gehe ich hier schon rum, Alter. War's das schon? Kann doch nicht sein, oder? Hier oben geht's noch weiter. Genau. Hallo, ich hab mit dir geredet. Der Wind steht sehr günstig, geradezu perfekt, um zu segeln. Dann leg los. So, wer bist du denn? Ich sprach mit Columbo. Er erzählte mir von einem Dorf im Festerwald. War ich schon mal. Hallo. Mensch. Du warst auf dem neuen Kontinent? Erzähl, ich will ihn auch sehen. Versuch's doch mal. So, hat er irgendwas Neues? Nee, ne? Nix. Und du bestimmt auch nicht. Achso, ja, die alten Sachen ja noch. Gut. Gut. Hallo? In Aeole gibt es schmackhafte Ölsardinen und ganz besonderes Glas. Genau. Hast du die Fenster der Küche gesehen? Sie sind aus Bleikristall. Echt? Bleikristall? Wenn die das so meint, dann soll mir das recht sein. So, jetzt haben wir echt alles entwickelt. Haben alles erkundet. Jetzt können wir die Mondsteine einsetzen. Bisschen Zeit haben wir auch noch dafür. Ich hoffe, das reicht. Wir haben gesehen, Alter, was ist denn jetzt schon wieder mit der Folgenzahl los? Ach Gott, ist das immer schlimm hier. So, jetzt hier wieder vorspulen, geht ein bisschen schneller. Noch ein bisschen. Ja. Alter. Okay, ein bisschen runterkommen wieder. Hier ging es lang, genau. Dürretal. So, jetzt wählen wir mal die Mondsteine aus. Zack. Und suchen jetzt mal die Orte, an denen die reinkommen können. Genau. Solche Schädel hier. Da kommen die rein. Insgesamt 5. 5? Wo ist der 5? Da oben, genau. Fangen wir hier oben an. Dumm hält den Mondstein hoch. Jetzt leuchten die Augen. Dumm hält den Mondstein hoch. Unten nochmal. Der 4. Oh, es wird spannend. Und Schluss. Ich beende den Part. Nee, Quatsch, war Spaß. Ich mach noch ein bisschen. Aus dem Nichts ertönt eine Stimme. Sie klingt genau wie die von Doma. Du hast zahlreiche Abenteuer voller Gefahren überlebt. Viele Wunden hast du davongetragen. Doch der Tod besiegte dich nie. Weißt du warum? Keine Ahnung. Weil du der legendäre Held bist. Ich vertrete die Seite des Lichts. Du vertrittst das Schattenreich. Ich bin wie du, nur dass du vom Bösen geschaffen wurdest und ich vom Guten. Und unser Zusammentreffen war vorbestimmt. Okay. Wie du meinst, die Wiederkehr Berugas hat die Balance der Erde gestört. Die Zeiger der Uhr, der Weltgeschichte, zeigen eine Zeit an, die es nicht gibt. Eine Zeit, die es nicht geben darf. Ich werde dich nun vernichten. Doch du wirst wiedergeboren werden.
Das ist übrigens der Game Over Sound. Den haben wir noch nicht gehört. Kapitel 4 Wege des Schicksals. Es war ein ziemlich langes Kapitel, das dritte. Schauen wir mal, was hier passiert. Jetzt müssen wir ja wiedergeboren werden. Gackel. Giggel, gackel. Oh Gott. Jetzt schreit das rum. Los, Melina, mach was. Du bist aufgewacht. Was hast du denn? Seit ich dich im Wald gefunden habe, hast du doch nie so laut geschrien. Macht dir irgendetwas Angst? Weißt du, du erinnerst mich an jemanden, den ich einst kannte. Deshalb gab ich dir auch seinen Namen, Dogma. Sicher hast du Hunger. Ich hole dir etwas. Eigenartig. Dass wir genauso aussehen. Oh. Das ist nicht die andere Melina. Melina, töte ihn. Ich befehle es. Deshalb sandte man dich aus Krista in die Oberwelt. Tu es, nun da das Baby wehrlos ist. Zögere nicht. Was passiert da, Melina? Nanu, was ist passiert? Ein Baby kann auch nicht einfach verschwinden. Doma, wo steckst du? Melina, worauf wartest du? Töte das Baby endlich. Vergib mir. Bist du in Ordnung? Wer bist du? Du siehst aus wie ich. Wer bist du? Und was machst du mit dem Baby? Oh, Fluffy hat sich zum ersten Mal bewegt. Vermaledeit, was tut sie hier? Melina, beseitige auch dieses Mädchen. Was? Dome, wach auf. Ich bin es, Lord Kumari. Hörst du mich? Die Lebewesen der Welt warten sehnsüchtig auf dein Erwachen. Hör mir gut zu. Ich bin Ra. Kannst du mich hören, Dome? Die Erde weint. Rette diese Erde, wie du mich vor dem Gift gerettet hast. Ich bin es, Liam. Hörst du mich? Die Erde ist auf dem falschen Weg. Die Tiere änderten sich nicht, jedoch die Menschen. Umso mehr.
Du hast mir Mut gemacht. Gib auch dieser Welt neuen Mut. Ich bin Dumba. Der Himmel weint bittere Tränen. Wir wollen doch nur unsere Bahnen am Himmel ziehen. Hast du all ihre Stimmen gehört? Du kannst jetzt nicht mehr mit ihnen reden. Doch sie sind bei dir. Dume, erhöre uns. Alle Lebewesen warten darauf, dass du erwachst. Oh nein, er ist erwacht. Die Vertreter von Licht und Schatten sprachen, als sei er ihr Retter. Der Weise aus Christa befehligte mich, töte Dume, wenn er Beruga wiederbelebt hat. Ach, der Weise war der, sagen wir, Auftraggeber. Also, ich war überzeugt davon, dass es dir gelingen würde, Dume. Wenn ich dich vernichte, kann uns nichts mehr aufhalten. Ragnara wird für die Wiedergeburt der Hölle sorgen. Ragnara? Genau. Die Menschen nennen ihn den Teufel. Also, Mlina, töte ihn. Dome wird nicht den Mut haben, sich zu wehren. Ich glaube, das kann er jetzt nicht mehr. Lass uns diesen Ort verlassen. Sie hat auch keine Meinung. Ja, was soll ich schon sagen? Dume. Endlich sehe ich dich wieder. Ich habe dich nie vergessen. Doch nie hätte ich gedacht, dass wir uns so wieder treffen. Ich erhielt den Auftrag, eine Person der Oberwelt zu töten. Warum hast du die Antwort angenommen? Doch ich wusste nicht, dass du es bist, Dume. Du nutzloses Ding. Genug, ich werde ihn töten. Fluffy, was sagst du da? Du warst so lange meine Gefährte. Dome, du verstehst wohl immer noch nicht. Du wurdest nur benutzt, Dome. Nicht mehr als eine Marionette. Verabschiede dich für immer. Ich muss meinen Auftrag ausführen. Fluffy löst ein Beben aus. Dome ist bewegungsunfähig. Dies ist dein Ende. Halt ein, wir werden nicht in... Wir gehören nicht in diese Welt. Unser Tun ist Unrecht. Lass uns wieder in unsere Welt zurückkehren. Dume, rette die Menschen der Oberwelt. Zerstöre das Böse und bewahre die Welt vor ihrem Schicksal. Mlina, was tust du? Halt! Oh nein! Ich werde dich immer lieben. So wie ich diese Schokolade liebe. Leb wohl, Dome. Mlina! Mlina hat richtig gehandelt. Doch warum musste es so weit kommen? Wäre das alles nie passiert, wenn ich die Truhe nicht geöffnet hätte? Doch es war meine Bestimmung, es zu tun. Ich war nur ein Spielball der dunklen Macht. Doch ich bin ein Wesen aus Fleisch und Blut, mit Empfindungen.
Nun werde ich mich gegen die Macht wenden, die mich schuf. Ja, und es ist schon wieder so lange, so viel Zeit vergangen. 25 Minuten, glaube ich. Bin ich sogar 26. Oh Gott. Ich hoffe, das ändert mal bald. Das Böse soll nicht auf Erden regieren. Okay, ich glaube... Ja. Bevor ich jetzt weitermache, werde ich... den Part beenden. Es ist echt viel Zeit schon vergangen. Wie im letzten Part, das sind auch 25 Minuten. Okay, dann höre ich jetzt mal auf. Ich hoffe, euch hat es hier einigermaßen gefallen. Schreibt auf jeden Fall mal drunter in die Kommentare irgendwas, wie es euch gefallen hat und ob euch das Spiel gefällt oder auch nicht oder alles Mögliche. Ne? Schreibt einfach irgendwas hin. Freut mich immer sehr. Und dann sehen wir uns im nächsten Part und dann schauen wir weiter, wie es hier weitergeht. Bis dahin. Ciao.